Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Oh nein, jetzt hat der Leo sich erschrocken, ne? Ich werde heute ein Video drehen. Ich darf keinen Cut setzen, was jetzt schon mal verkackt war, weil ich gerade meinen Satz verkackt habe. Ja. Und der Leo wird die ganze Zeit hier rumlaufen. Das heißt, es kann sein, dass die Kamera umfällt. Es kann sein, dass die Regale leergeräumt werden und mir ein Topf gleich am Kopf landet. Aber so hoch kann der Leo nicht. Genau, aber ich werde Fragen beantworten, die Bibis Community der Bibi gestellt hat, mir zu stellen. Genau. Das war kein guter deutscher Satz. Immerhin. Also ich muss alles beantworten. Ich habe keinen Joker. Ihr habt reingeguckt vermutlich. Und dann würde ich sagen, da ist er schon mal super. Genau, mein Schatz. Okay, dann fangen wir an, oder? Mhm, beginnen wir. Die Amy möchte wissen, habt ihr jetzt endlich das Klo mit dem Klobrillenwärmer? Julian meinte doch, er möchte unbedingt eins haben, wenn ihr umzieht. Oh. Das hätte ich natürlich wirklich gerne gehabt. Boah, das hätte ich auch gerne. Boah, wir haben doch sogar die Klos hier alle gebaut. Ausgetauscht, ja. So ein Mist. Mann, da hätten wir echt... Da habe ich drüber nachgedacht. Aber wenn irgendwann mal hier, warum auch immer, eine Toilette kaputt gehen sollte, dann werde ich... Oh nein, nein. Ist noch alles eingestellt? Keine Ahnung, ja. Der Julian hat die Kamera umgeworfen. Nein, fast. Wenn jemand das sieht und möchte mir eine beheizbare Toilette schenken, nur zu. Und wo stellst du die dann hin? Ich stelle mir den Vegan. Okay. So, dann hat der Flo, also unser Flo von der Diana, hat eine Frage gestellt. Und zwar, wie lang war deine längste Oh Gott, ist das ein Chaos-Video. Deine längste Klositzung, wie lang war die? Also zwei Fragen und beide handeln von Klos. Ja, das hab ich extra so gemeldet. Ah ja, meine längste Klositzung. Boah, das ist keine Ahnung. Ich saß bestimmt irgendwann schon mal eine Stunde auf Toilette. Ja, aber dann natürlich nur, weil du auf dem Handy rumgeschrieben. Ich bin aber eher so eine Person, die ist schnell auf Toilette. Weil ich denke, ich verpasse dann irgendwas von meinem Leben, wenn ich auf meinem Klo sitze. Aber wenn es beheizbar wäre, dann würde ich bestimmt länger sitzen. Ja, das stimmt natürlich. Okay. Leo hat gerade übrigens gar keinen Bock mehr, dass ich hier ein Video drehe. Was möchtest du denn? Ja, okay, warte. Was würdest du an deinem Körper ändern? Von Klo auf so eine gesellschaftskritische Frage? Ja. Jetzt so OP-mäßig oder was? Ja. Boah. Was sagen, Leo? Klingt das jetzt assi, wenn ich sagen würde, ich würde gar nichts verändern? Nein, Quatsch. Nee, ich würde wirklich nichts verändern. Wenn, würde ich an meiner Einstellung was ändern, zum Beispiel zum Thema Sport oder sowas. Weil, wie ihr wisst, wir haben ja sogar einen Sportraum und ich krieg's einfach nicht auf die Kette, da regelmäßig Sport zu machen und das ärgert mich. Also ich hätte nichts dagegen, durchtrainierter zu sein, aber ich würde jetzt nicht irgendwie irgendeinen Körperteil entfernen lassen. Okay, willst du noch ein drittes Kind? Nein. Das ist jetzt voll gemein, wenn wir irgendwann mal ein drittes Kind haben. Aber aktuell zu dieser Situation, der Leo ist schon, der ist schon so ein Leo und wenn ich jetzt noch an ein zweites Kind denke, dann wird das bestimmt schon drittes Kind. Aktuell kann ich mir das nicht vorstellen. Also wenn es dann so wäre, dann wär's so und ich wäre der glücklichste Papa. Aber wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, würde ich... Gerade aktuell. Zwei. Aktuell nur Kapazität für zwei Kinder. Okay, dann hat die... Jo grinst. Dann hat die Mine gefragt, welche Berühmtheit... Klammern weiblich... Findest du hübscher als Bibi? Nicht böse gemeint. Ah, das hast du jetzt wieder extra reingenommen, weil du sehen willst, wie ich antworte. Tja. Bianca, ich finde keine Berühmtheit hübscher als dich. Das glaube ich dir nicht. Nein. Ach komm. Bianca, ich hätte mir doch sonst jede andere genommen. Nein, ich finde, wenn man seinen Partner liebt, dann muss das auch der Hübscheste für einen sein. Oh, das oder ist die Hübscheste toll, ja. In dem Falle. Aber ich, trotzdem gibt es einige, die ich super hübsch finde. Zum Beispiel? Ich finde die Ariana sehr hübsch. Ja. Ich finde diese, die wir letztens gesehen haben, Isabella Merced, ja. Komplett falsch ausgesprochen, finde ich sehr hübsch. Selena Gomez finde ich auch hübsch. Okay. Oh, ich finde einige hübsch. Okay, jetzt hör auf! Nein, okay. Dann hat die Emily geschrieben, hast du schon mal Süßigkeiten auf eine Höhe gestellt und versteckt, die Bibi nicht sehen konnte? Wegen deinem Instagram-Post gestern, ja. Ne? Die Bibi hat gestern gepostet, von irgendeiner Seite gepostet, dass ein 1,50 Meter großes Mädchen
Süßigkeiten nicht gesehen hat, die sein ihr großer Freund irgendwo oben gelagert hat in einem Regal. Ja. Und die Frage war, ob ich auch schon mal sowas gemacht habe. Ja, ob du das schon mal extra gemacht hast, damit ich deine Süßigkeiten nicht wegesse. Nee, ich glaube nicht. Aber was schlau wäre auf jeden Fall ist, wenn ich Weihnachtsgeschenke oder so, die du so nicht sehen dürftest, einfach ganz oben, vor allem wir haben Schränke, die sind, keine Ahnung, die Wände sind fast 3 Meter hoch oder noch höher. Ich glaube höher. 3,50 Meter, ich weiß es gerade nicht. Da könnte ich ganz oben in die Schränke das reinpacken und du würdest es niemals finden. Boah, sogar wenn du auf einer Leiter stehst, kommst du nicht dran. Boah, bist du gemein. Mhm. Ja, aber das ist echt ein gutes Versteck. Ja, aber habe ich noch nie gemacht. Werde ich aber drüber nachdenken. Okay, dann hat die Anna gefragt, du, warte, nee. Du kommst ja richtig klar. Ich muss ja auch noch... Also für mich muss man keine Katze. Wie managt ihr Zweisamkeit und Kind? Wie ist das denn für eine Frage? Vorsicht! Ach, du liebes bisschen. Okay. Wir schaffen es doch nicht mal, Video und Kind zu managen. Nö, das machen wir super, glaube ich. Also, ja. Klar, der Dezember ist jetzt ein bisschen stressiger. Da ist die Zweisamkeit vielleicht ein bisschen weniger. Aber sonst passen viele Leute aus der Familie auch oft auf den Leo und Freunde. Oder abends, wenn der Leo schläft. Wir haben uns jetzt auch 3-4 Mal einen Abend schon freigenommen. Okay, in einem Jahr ist jetzt nicht viel. Aber wir sind dann ins Kino gegangen, sind was essen gegangen oder so. Und John auch ohne den Leo. Und die ersten Monate war es schwer, irgendwie so zu sagen, ja, hier, komm. Aber Leo, da war der Leo auch noch ruhiger. Genau. Aber das klappt super, wirklich, das klappt mega gut. Und das werden wir bestimmt in Zukunft häufiger machen. Ja. Einfach jetzt nicht regelmäßig, also doch schon regelmäßig, aber jetzt nicht jeden Tag. Genau. Ach, eigentlich wirklich. Okay, sag ihm dann, nenne eine Person aus deiner Schulzeit, was richtig gemeint, die du absolut abstoßend fandest. Eine Person aus meiner Schulzeit, die ich abstoßend fand. Ja. Ja gut, ich kann jetzt keine Namen. Uah! Gib mir das. Steht so, sagt nicht. So. Ich nenne keine Namen. Ja. Ich nenne safe keine Namen. Okay. Also es gab diverse Lehrer, die ich nicht mochte. Okay, abstoßend. Es gab da so 1-2 Kandidaten. Ist das okay, wenn wir ein bisschen trommeln? Ja, ihr macht richtig Krach im Hintergrund. Und ihr habt ein Feuerzeug in der Hand. Scheiße. 1-2 Personen gab es, die haben ein bisschen gerochen. Die fand ich dann so hygienisch abstoßend. Aber viel schlimmer fand ich die, die ich so vom Charakter her abstoßend fand. Davon gab es leider auch einige. Ja. Okay. Dann nächste Frage. Als du noch mit deiner Ex-Freundin zusammen warst, wie fandest du Bibi in der Zeit? Gut, also erstmal die Ex-Freundin, das war mehr oder weniger eine Kinderbeziehung und wir waren 14, 15, weiß ich gerade nicht mehr, 13, 14, irgendwie sowas. Und wie ich dich dann fand, ja. Aber wir hatten wir kannten uns auf jeden Fall schon. Wir kannten uns. Aber wir hatten ja gar keinen Kontakt zu dem Zeitpunkt. Nö, aber hätte mich einer gefragt, wie findest du denn die Bibi aus der 7a, hätte ich gesagt, ist eine Süße. Oh, das ist aber lieb. Ja. Ja, okay. Aber ich mochte dich. Das ist weil du mir schon einen Liebesbrief. Du warst das einzige Mädchen, was mir einen Liebesbrief geschrieben hat. Echt? Das ist echt traurig. Ja, eigentlich schon, ne? Aber ich habe auch nie einen bekommen von dir, glaube ich. Geil. Okay, dann neue Frage. Ich war gerade komplett überfordert, weil der Leo jetzt unbedingt überall lang rennen möchte. Was war dein erster Gedanke, als du mich das erste Mal gesehen hast? Oh, man merkt, wer die Fragen rausgesucht hat, ey. Aber dann kannst du dich bestimmt eh nicht mehr daran erinnern. Mein erster Gedanke, das war in der 5. Klasse. Ja. Wahrscheinlich hatte die Bianca irgendwie so ein riesen Zahnspangengerät an. Ich dachte so, oh mein Gott, wie peinlich. Boah, wie gemein bist du. Bianca hat immer, die hatte so ein Gerüst, was sie so, so, genau so sah das aus. Und so ist in die Schule gekommen und war super stolz. Meinte, ich habe ein neues Zahnspangengerüst. Ja, besser, dass ich stolz darauf war, als dass ich mich geschämt habe. Das stimmt, das stimmt. Okay. Nein, ich fand dich wahrscheinlich da auch schon sehr, sehr lieb und nett. Und süß. Und abstoßen. Mein Spaß. Okay. So, dann möchte jemand wissen, wie viel hast du täglich in deinem Geldbeutel? Das könnte man ja jetzt noch kontrollmäßig. Ich hab, in meinem Geldbeutel. Ja. Ist das jetzt hier so ein. Aktuell habe ich 20, 40, 60, 80 Euro dabei. Das würde auch gut so den durch. Ich habe oft gar nichts dabei. Ja. Ich bin eher so ein Kartenmensch. Das stimmt. Aber ich habe immer so ein bisschen was dabei. So, und weißt du, was du fast nie in deinem Portemonnaie hast? Das ist Kleingeld, weil das da nicht zugeht. Das muss ich dann machen. Mein Portemonnaie geht leider nicht zu, wenn ich Kleingeld reinpacke. Darum habe ich das immer in meiner hinteren Popotasche. Oder du gibst es mir in meinem Portemonnaie. Jetzt habe ich keins. Ja.
Deswegen muss ich immer das Parkticket bezahlen. Okay, so. Dann hat die Anna gefragt, auf welches Weihnachtsgeschenk hast du dich das letzte Mal am wenigsten gefreut? Hey, das macht ja keinen Sinn, man weiß es ja schon. An letzten Weihnachten, welches Weihnachten? Ich soll jetzt ein Familienmitglied reinreißen. Genau, also über welches Weihnachtsgeschenk hast du dich letztes Jahr am wenigsten gefreut? Das ist also erstmal kriege ich gerade gar nicht auf die Kette, was ich bekommen habe. Boah, ich glaube, das könnte... Aber ich glaube, ich habe mich wirklich über deins am wenigsten gefreut, weil du mir nichts geschenkt hast. Ja, hallo, toll. Ja, keine Ahnung, als ob ich jetzt sage, davon habe ich jetzt aber auch nichts wirklich im Kopf, wo ich mich am wenigsten drüber gefreut habe. Nee. Aber umso persönlicher ein Geschenk ist, umso mehr freue ich mich drüber. Ja. Okay, warte, ich muss die nächste Frage rüber swipen. Oh, Leon räumt die Schublade aus. Noch ist ja, komm, zu. Mach, Leon. Eine Eigenschaft, die du an Bibi ändern würdest. Eine Eigenschaft? Ja. Pff, eine nur. Ich glaube, ändern würde ich nichts, weil dann nachher, Stefan, ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, boah, Bibi, wäre echt schön, wenn du ein bisschen ordentlicher wärst. Ja. Und dann würde ich so wie das Sams mir das, ey, pack doch auch noch irgendwas anderes aus dem Hintergrund. Wir wollen jetzt ein Brötchen. Dann würde ich mir das wie der Herr Taschenbier von dem Sams wünschen. Und dann hätte ich den Wunsch aber unklar formuliert und dann wärst du so krampfhaft ordentlich, wenn hier irgendwas krumm liegt, du würdest ausrasten, dann würde ich sagen, hätte ich doch die alte wieder. Ja, aber so ein bisschen ordentlicher wäre schon cool. Und dass du vielleicht mehr mit mir redest. Och Mann. Die Bibi ist so eine ruhige, die sitzt da manchmal einfach so. Wenn ich ein Thema anschneide, dann labert die ohne Ende. Aber die schneidet oft nicht von in letzter Zeit schon. Ja. Aber zum Beispiel abends im Bett würde ich voll gerne noch was reden und die pennt sofort ein. Das stimmt. Lass uns doch mal über den Tag. Ja, dann bin ich müde. Ja, doch, das. Ja, nee, komm. Okay, die Julia möchte wissen, wie viele Blumen hast du Bibi dieses Jahr, also 2019, geschenkt oder mit überrascht? Könnt ihr mich grüßen? Ich lasse dich nie wieder Fragen ausrufen. Warum? Ja, weil du jetzt irgendwie Blumenfragen stellst. Das interessiert doch niemanden. Aber die sind super, die Fragen. Jetzt musst du doch beantworten. Also ich finde, nicht wenig. Nee, alleine dieser Riesenstrauß. Stimmt! Ich habe der Bibi einmal 500 oder 600 Rosen geschenkt. Ja, das war krass. Das war heftig. Ich weiß noch, dass wir dann damit ein Foto machen wollten und ich habe es nicht geschafft, die alle auf den Arm zu nehmen, weil die so schwer waren. Danke, Leo. Ja, ich habe wirklich, das müsst ihr euch mal reinziehen. Gebt mal in YouTube ein Rosen-Bibi, dann kommt das. Ja. Ja, von daher habe ich ja eh schon den Jahresbedarf gedeckt mit dem einmal. Du schenkst mir mega oft. Voll oft bringe ich so richtig romantisch von der Tankstelle eine Blume mit. Oder die haben ja auch einen schönen Blumenladen, da kaufe ich auch oft ein, wenn ich da irgendwie daneben. Also dafür, dass wir schon fast 11 Jahre zusammen sind, kriege ich sehr oft. Hier die zum Beispiel habe ich nicht gekauft. Die Aber die hier zum Beispiel, die jetzt gerade nicht mehr so glücklich aussehen, die hat die Bibi sich selber gekauft. Aber ich war dabei. Ich habe die absolut unterstützt. Das zählt doch natürlich. Genau. Ja, das war's. Ja. Oh, jetzt muss ich abmoderieren. Leute, das war's mit meinem Video. Schaltet jetzt unbedingt in Bibis Video vorbei, denn da waren wir in einem Kinderheim. Und das ist ein ultraschönes Video. Wir haben über 140 Kinder eine Freude bereitet und haben, müsst ihr einfach selber entscheiden. Ein wunderschönes Video. Erster Link in der Informationsbox. Es würde ich mich auch jetzt mal verabschieden. Ich hoffe, ihr habt eine wunderbare Zeit. Bis dann. Soll ich ausmachen? Tschüss.